kleine Rafidiniaina in Saint-Augustin kam unter solarerzeugtem Licht zur Welt. Ihre Eltern, Natascha und Germain, haben ein Solarsystem gemietet. Möglich ist dies dank dem Projekt Village Solaire, das der Verein ADES und die GDZ Ende 2007 ins Leben riefen. Nur 16% der madagassischen Haushalte sind an das Stromnetz angeschlossen. Auf dem Land sind es sogar nur 6%. Die Jirama, der staatliche Stromlieferant, versorgt vor allem die größeren Städte. Der Strom wird hier mit Generatoren erzeugt. Dies hat zur Folge, dass die Tarife sich jährlich um etwa 25% erhöhen. Sonne und Wind gibt es genug in Madagaskar. Aber Solarsysteme und Windgeneratoren sind teuer und erst nach Jahren amortisiert. Im Solardorf bezahlen die Nutzer den Strom monatlich. Mit diesem ländlichen Elektrifizierungsprojekt wollen ADES und die GDZ zeigen, dass die grüne Energie durchaus wettbewerbsfähig ist. Saint-Augustin liegt 25 Kilometer südlich von Tuliar in einer Bucht des Kanals von Mosambik und bietet optimale Bedingungen für dieses Projekt. Fischfang, Viehzucht und Ackerbau sind hier einträgliche Einnahmequellen. Zudem ist das Dorf eine beliebte Destination für Touristen aus aller Welt. Dies wird dazu beitragen, das Projekt schneller publik zu machen. Surya vermietet 4 Bungalows an Gäste und betreibt ein kleines Restaurant. Auch mit 12 Volt betriebene Geräte lassen sich hier anschließen, wie zum Beispiel dieser Paktelma. Es wird Abend. In Saint-Augustin ist es Zeit, eine Kerze oder Petroleumlampe anzuzünden oder eine der portablen Solarlampen der Solarstiftung Freilassing einzuschalten. Die einzige abendliche Vergnügung, Dorfdisco. Die Dorfdisco wird mit einem Generator betrieben. Das Licht wird schon solar erzeugt. 96 Haushalte haben jetzt eine Basisstromversorgung. 20 Solarboxen der Firma Iteco erwarb ADES zum Sonderpreis. Die 30 Lampen vom Typ Solar 2007 stellte die GDZ dem Projekt zur Verfügung. Und die Schweizer Firma Tritec Energy spendete eine große Batterieladestation sowie 20 Sandeya Solarsysteme. Das Sandeya System wird in Indonesien hergestellt. Die Solarbox besteht aus einem 30 Watt Modul und einer kleinen Einheit. Am Anfang hielten sich die Leute zurück. In den ersten 3 Monaten trug sich niemand in die im Rathaus ausliegende Liste ein. Aber nachdem die ersten 10 Systeme installiert waren, wollten plötzlich alle eins haben. Dieser Kunde hat bereits eine Lampe und möchte nun gern eine zweite. Ça c'est la recharge, cet appareil fonctionne sur 220. Pour ça, on a un convertisseur, cette batterie de notre station de recharge. Astina, der leitende Techniker von ADES, hat viel Erfahrung mit der Solartechnik. Er bildete Sul und Ndesi, 2 junge Männer aus dem Dorf, zu Technikern aus.
Inzwischen montieren sie die Systeme in Eigenregie. Sie werden sich auch um Wartung und Instandhaltung kümmern und die monatlichen Gebühren einsammeln. Auf der Warteliste stehen jetzt mehr Interessenten, als Systeme im Lager sind. Mit Monatsgebühren zwischen 4.500 und 18.600 Ariary lohnt sich die Entscheidung für ein Solarsystem. Nicht zu vernachlässigen sind auch die Gefahren für die Gesundheit. Mangels Alternative mussten die Frauen von Saint-Augustin bisher sogar bei Kerzenlicht entbinden. Seit die Krankenstation elektrisches Licht hat, bringen dort fast doppelt so viele Frauen ihr Kind zur Welt wie zuvor. Das helle Licht flößt Vertrauen ein. Auch die Schule bekam ein Solarsystem. Abends finden dort nun Versammlungen statt. Ein Computerkurs wird angeboten und Prüfungsvorbereitungen für die Schüler, wie hier in Physik. Die von Tritec gespendete Batterieladestation ist ursprünglich für 8 Haushalte vorgesehen, wird aber von 16 genutzt. Die Kunden können die Batterien der Station verwenden oder aber ihre eigenen zum Aufladen bringen. Die Lampe Solar 2007 mit dem dazugehörigen kleinen Modul ist bei den Einwohnern von Saint-Augustin am beliebtesten. Sie kostet pro Monat nur 4.500 Ariary. Mit ihren sparsamen LEDs spendet sie bis zu 10 Stunden Licht. Da sie sehr robust ist, können die Fischer sie mit aufs Boot nehmen. Die Versorgung mit Solarstrom hat in Saint-Augustin viele positive Veränderungen bewirkt. Avec ce projet, nous avons démontré que c'est possible de faire de l'électrification rurale. Et maintenant, mon rêve, mon désir le plus ardent, c'est de pouvoir électrifier toute la côte ouest.